Yay, geil, Madhouse Madness. Ich habe das Gefühl, das wird wieder ein absolutes Griff ins Klo. Aber ey, deswegen sind wir hier. Wir testen auch die schäbigen Spiele, die es da draußen auf Twitch gibt. Dafür bin ich hier, Chat. Hey, und damit herzlich willkommen zu Madhouse Madness. Ich hoffe, wir haben diesmal ein gutes Spiel auf Steam erwischt. Wir sind gerade live zum Horror-Sonntagabend, haben bis jetzt nur Nieten gezogen. Ich hoffe, dieses Spiel enttäuscht mich nicht. Ich habe dafür gerade 8,79 € bezahlt. Also, ey! Macht's euch doch gerne gemütlich. Wir gehen jetzt direkt mal rein hier. Und ich hoffe, das wird gut. Ich kann's mit Twitch verbinden. Was passiert da? Oh mein Gott, seid ihr dann mein Chat? Das probieren wir aus. Wir müssten jetzt verbunden sein. Neues Spiel? Sprungschrecken. Beachten Sie, dass bei der Deaktivierung von Jumpscares nicht alle Horrorelemente aus dem Spiel entfernt werden. Ist es irgendwie komisch übersetzt oder was will das Spiel gerade von mir? Hä? Was heißt es denn auf Englisch? Was will das Spiel von uns? New Game. An oder aus, einfach. Jumpscares an oder aus. Na Mann, schreibt doch hin, disabled oder enabled irgendwie auf Deutsch. Behindertenaufzüge, hä? Twitch. Hurry Cat. Ich möchte keine Zuschauer verlieren. Nicht, dass ich jetzt auch in Real Life Twitch-Zuschauer verliere, weil ich das Game spiele. Livestream is starting soon. Das wäre so cool, wenn ihr es im Chat wärt. Das ist mein. Ich hab $4. Wartet mal kurz. Da seht ihr mein Geld. Ich habe $4 mit meinem Twitch-Kanal bisher. Das ist großartig. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Du wirst nicht glauben. Oh mein Gott, ihr seid wirklich im Chat. Ihr seid im Spiel. Wo ich hier gerade stehe. Nur einen Tag vor dem Ersten Weltkrieg ist hier irgendeine Scheiße passiert und niemand ist hier in dieses Irrenhaus gegangen. Oh. Chat, ihr seid da, ihr seid im Spiel. Okay, dann müssen wir kurz die Chatbox, dann können wir die ausmachen. Boah. Seid ihr bereit? Okay, es geht los. Drücken Sie E, um den Ghost 101 zu nehmen. Hallo? Ich sehe euch und ihr habt mir schon $16 gespendet. Ghost 101. Willkommen bei Ghost 100. Boah, das ist ja übelst viel. Okay. Also. Salzbarriere. Geister mögen kein Salz. Streu es auf Türschwellen, um sie daran zu hindern, aus Räumen zu entkommen. Zweitens Augenkontakt. Unterbrich ihn nicht. Sieh einem Geist in die Augen, um Aggression zu vermeiden. Wenn du das tust, konzentriere dich, bis du in Sicherheit bist. Geisteranker. Jeder Geist hat einen besonderen Gegenstand, der ihn an diese Welt bindet. Verbrenne ihn, um ihm zu helfen, Frieden zu finden. Kommunikation nähern Sie sich nur mit Vorsicht und Respekt. Hören Sie sich Ihre Geschichte an und bieten Sie Hilfe bei der Lösung an. Okay. Mondritual. Zeichnen Sie an Orten, an denen die Anwesenheit eines Geistes am stärksten ist. Ein Symbol auf dem Boden und rezitieren Sie verzauberte Phrasen. Hä? Denken Sie an diese Tipps, um Geisterbegegnungen sicher zu meistern. Viel Spaß bei der Geisterjagd. Ah, ich bin Geisterjäger einfach. Hallo? Hallo YouTube! Das Wichtigste, um uns zu schützen, Onkel Sam hat dieses Buch aus den Tempeln Indien gefunden. Drücken Sie J, um das Journal zu öffnen. Tagebuch können Sie den Inhalt der Dokumente und Briefe lesen, den Sie im Madhouse finden. Ich hoffe, der Akku hält durch. Hier ist mein Laptop. Chat, da seid ihr! Wow! Geben Sie Ihren Nickname ein. Ja, da bin ich. Streamnamen, da bin ich. Sie müssen in der Nähe des Computers sein, um ihn einzuschalten. Nachdem Sie Ihren Computer gegangen sind, können Sie den Computer einschalten. Okay. Hey, ich habe 200 Zuschauer. Ja, und nur 9 Follower. Das macht gar keinen Sinn. Und 6 Abonnenten bei 200 Zuschauern. Ja. So ein Scheiß. Wow. Stream Manager, da ist mein Chat. Winner, winner, chicken dinner. Here is your salt money.
Barry Cat, vielen Dank für die $500. Wow. Da kann ich mir jetzt Salz von kaufen. Aha. Also ist das sowas wie... wer spendet mir denn $200? Also ist das sowas wie einfach Phasmophobia? Nur mit euch, Chat? Ja, dann kaufe ich mir jetzt Salz. Hab mir Salz gekauft. Oh mein Gott, eine verdammte Drohne. Okay. Ist das mein Salz? Ich habe kein richtiges Licht, weil mein verdammter Vater mich seine Sachen nicht benutzen lässt. Hä? Ja, $500 für ein Salz? Hä? Und... Find a way out to enter the madhouse. Like, share and subscribe. Wenn du mir mehr Spenden schickst, kann ich mehr verrückte Sachen hier mit meinem superschnellen Lieferdrohne bestellen. Ich und meine Zuschauer kommen zu euch, Motherfuckers. Okay, was zur Hölle? Zielsetzung. Hey Vampire, was geht? Drücken Sie Escape oder P, um das Hauptmenü zu öffnen. Okay, ich checke gar nichts mehr. Geh mal rein in den dunklen Wald, sonst D-Abo. Fuck. Mein Chat ist aber halt auch salty in dem Game, oder? Ah ja, Tür ist verschlossen. Ich sollte einen anderen Weg finden. Für 500 Euro die schnelle Lieferung. Das Spiel ist ja super dunkel. Okay, Chat und ich, wir gehen jetzt in dieses Madhouse. Seid ihr bereit? Wieso habe ich hier eigentlich... Die Lupe ist meine Taschenlampe. Ist das überhaupt eine Lupe? Oh. Ey, wir haben 403 Zuschauer. Let's go. Und 40 Tacken schon eingenommen. Brauche ich eigentlich noch irgendwas, um hier reinzugehen? Madhouse, Madhouse, Madhouse. Seid ihr alle nett hier? Ey, Luna, vielen Dank für die $4. Coffee Voyager, danke schön für die $8. What's next? Try next door. Ja, ja. Boah, ich kann hier auch Leute sperren? Kann ich hier mit euch was machen im Chat? Ich kann Error wegbannen und so. Hey, ich kann hier voll mit euch interagieren. Das ist ja verrückt. Ich bann mich mal selber. Geil. Nur Subchat. Sie haben nicht genug Zuschauer für Subchat. Mindestens 2000 Betrachter. Hä? What the fuck? Okay. Gut, ich geh jetzt hier rein. Ey, ich habe mich selber gebannt. Habe ich einen falschen gebannt? So, wo ist denn hier der Hintereingang? Hier bestimmt. Onkel Frank hat mir erzählt, dass sie schreckliche Experimente machen. Seit Jahren ist hier niemand mehr dort gewesen. Gott, in diesen Orten muss es von Geistern wimmeln. Ich finde es schön, dass der Untertitel in euren Chat überläuft. Wenn dir das schön gefällt, werde ich nächste Woche zum Schloss Bran fahren. Um dem Zuhause... Okay. Hey, yo. Der Chat wurde gelöscht. Wow! Oh! Hallo? Was soll denn das? Vor allem... What the fuck? Chat, könnt ihr wieder reinschreiben? Haben wir wieder Empfang? Ach so. Was zur Hölle? Ah, gehen wir durch den Keller rein? Ja, ich glaube, wir haben einen Eingang gefunden. Wir sind wieder da. Okay, find a way to enter. Boah. Oh ja, ich kann die Geister um mich herum spüren. Das Spiel ist übelst dunkel. Also, Tür ist verschlossen. Das Spiel ist ja so dunkel. Ach so. Ey, aber danke für den Schlüssel. Picked up Kitchen Key. Übelst nett. Super. Candyman, Candyman, Candyman. Okay,
Kerze. Das einzig Coole bis jetzt an dem Game ist, dass es ja eine Twitch-Extension gibt, dass ihr in meinem Stream seid hier im Spiel. Ansonsten. Hä? Hey, Stardust Shaker, danke schon für die 10 Dollar auf jeden Fall, super. Ich glaube, Geister reisen durch die Rohre. Holy shit, okay, also hier kommt. Das ist ein bisschen too much Jumpscare gerade. Danke fürs Weg freiräumen. She's coming for you. Okay, also. Die Jumpscare sind ein bisschen übertrieben. Wäre es vielleicht ein bisschen weniger. Yo! You're a big effing liar. There is nothing there. Don't fool people. Ach, mein Chat denkt. Ach, ihr denkt, ich verarsche euch, Chat. Nee, hier spukt's wirklich. Ich mach das nicht. Aber Dankeschön für das Geld. Vielen Dank für das Money, was ihr mir schenkt. Wirklich. Haben Sie das gesehen? Also, das ist wirklich verrückt bisher. Ich schaue mich besser mal um und vielleicht finde ich was nützlich. Das ist so verrückt, ey. Die Jumpscare sind viel zu übertrieben. Es sind viel zu viel Jumpscare. Holy shit. Ab sofort müssen ausgehende Patientenbriefe ein Genehmigungsverfahren durchlaufen. Okay. Ja, Chat richtig gönnerhaft heute, oder? Ich finde auch. Tagebuch von Dr. Frederick Spector. Harvey Jackson ist ständig gereizt und unterhält sich mit einer ungenannten Person, deren Identität er nicht preisgibt. Aufgrund seiner Kommunikationsstörung. Okay. So, aber ich muss jetzt hier einen Geister fangen, oder? Geist fangen. Ja, das kann auch sein, Altalbo, aber. Hätte ich halt Angst, ne? Vor Geistern fliehen. Fensterlose Tür, fensterlose Tür. Okay. Während der Verfolgungsjagd müssen Sie einen Raum finden, um den Geistern zu entkommen. Sobald Sie den Raum mit der entsprechenden Tür gefunden haben, verwenden Sie das Salz, das Sie zu Beginn des Spiels gekauft haben, um den Raum zu versiegeln. Achten Sie bei der Flucht darauf, dass die Tür des Raums, den Sie betreten wollen, kein Fenster hat. Wenn sich Glas in der Tür des Raums befindet, den du versiegeln willst, kann der Geist dich sehen und töten. Super! Wie nehme ich denn das Salz? Um den Geist loswerden, dich verfolgt, musst du den Raum, in dem du dich versteckst, versiegeln. Um den Raum zu versiegeln, halten Sie die linke Maustaste neben der Tür gedrückt, schütten Sie das Salz, indem Sie die Maus nach links und rechts drehen. Ich habe heute schon 135 Dollar eingenommen. Danke, Chat. Wow! So, na dann können wir doch jetzt gehen. Was zur Hölle? Das Spiel macht Bock. Ich finde, das Spiel ist mehr ein bisschen. Naja. Spaßig als gruselig auf jeden Fall. Die Jumpscares sind ein bisschen too much. Kriegen mich aber trotzdem. Blöde Kuh. Oh Gott, wer ist denn jetzt hier schon wieder? Tür ist verschlossen. Boah! 68 Dollar! But your stream already turned them into spaghetti. Oha, guck mal, die posten sogar Memes hier rein. New mothers be like, wanna hold a new baby? Okay, ich konnte es nicht lesen. Na gut, aber danke schön fürs Geld, ne? Das ist ganz schön viel Geld. Vielen, vielen Dank. Wow. Ey, Vampire, was geht? War das in-game? Oder? Woher? Sag mal, muss ich hier auch eigentlich so Items finden? Sag mal. Hype! Ey, danke schön für das ganze Geld hier. Wow, wow, wow. Tür ist verschlossen. Shit, hier ist aber alles verschlossen, ha? Huh? Tür ist verschlossen. Cool, was ist das hier? Bericht über einen Vorfall. Ach, ich dachte, da vorne ist jemand. Spiel gespeichert. Ah, super, auf einmal ist die Tür hier auf.
Wir haben nichts gehört, das Klopfen muss also bei dir gewesen sein. Jo, danke, Chat. Ey, wisst ihr, für euch gehe ich hier in dieses Gruselhaus. Snap. Och. Because your horror stream rocks, schreibt einer. Verbrenne dein liebstes Puzzle. Wie jetzt? Warte mal, die Memo ist nicht angekommen. Explore the Madhouse, find the way to enter. Und was noch? Was ist denn hier Nebenquest? Habe ich gerade keine. Da stand irgendwas, ich soll ein Puzzle verbrennen. Ey, hier ist eine Kamera. Hab eine Cam gefunden. Und eine Pfeife. Okay, das ist bestimmt viel Geld, was da liegt. Oh. Ah. Burn your dearest treasure, hold it in the flame, release the grip of worldly ties, let them wane. Wane? Wane? In ashes find the joy that's long been sought, to true happiness the sacrifice has brought. Ich soll aber ein Puzzle finden. Aber ich konnte jetzt nur die Kamera aufheben, deswegen Kamera rein. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft, Chat. Ja! Outlast incoming, ich hoffe nicht. Außer jetzt kommt hier ein Spind. Hallo? Tür ist verschlossen, sehr gut. Was ist das hier? Dr. Ey, Electric Echoes, dankeschön. Dr. Van Helsing. Okay, yo. Und Scheiße. Easy, heilige Scheiße, Chat. What the fuck? Ist auch sehr blutig hier alles, du. Meine Fresse. Meine Fresse, du. So, Dr. Van Helsing ist nicht da. Ja, bitte? Okay, was haben wir hier? Ich denke, dies ist der richtige Ort für das Ritual. Das ist der Ort, an dem er geschlafen hat. Es ist etwas absurd, aber ich glaube, ich kann ihn spüren. Ich kann das Siegel hier zeichnen. Habe ich was mit zum Zeichnen? Okay, ich zeichne jetzt hier was. Ich habe keine Kreide oder so, oder? Ja, bitte? Tür ist verschlossen. Okay, wir müssen... lass uns mal Kreide finden. Hey, survive the night. Vielen, vielen Dank, Mann. Hier kommen die Donuts rein. Ah, hier. Okay. Ich glaube, wir sind soweit, Chat. Ich bin so aufgeregt. Jetzt müssen wir nur noch die Worte sagen. Ja, was war das? Spiritus Sancti Hoc Spatinum Protegat Lumen E Amor In Hoc Circulo Spiritus Sancti... Okay. Naja, der macht das schon. Was geht jetzt ab? Tja. Tja, denkt jetzt immer noch, ich fake das ja alles, Chat, hä? Huh? Woher kommt dieses Geräusch? Wo bist du überhaupt? Okay, mache ich. Ich muss, glaube ich, gleich wieder niesen. Willst du auch ein paar Blumen? Ach ja. Ja. Oh Gott, tut mir leid. Ist ganz schön staubig hier in der Butze. Explore the Madhouse. Bin ich jetzt im... Ich bin jetzt einfach ein Geist. Bin einfach gestorben. Aber wo ist mein Twitch-Chat? Wo seid ihr? Oh, danke, Chat. So, ich soll jetzt hier irgendein Grab finden. Okay. Bless you. Danke. Find the grave. Also das Spiel ist auf jeden Fall mehr quatschig, oder? Es ist auf jeden Fall keine 9 Euro wert. Aber ich habe kurz Spaß. Hello, Mr. Stranger. They call me William, but why don't you call me, Willy? Hallo, Willy. I believe Harvey may have sent you, haven't he? Der verrückte Harvey. Oh, yes. His appellation is Harvey indeed. Ah, ich, wer ist Harvey?
Harvey is a, confused fellow. Ah, poor Harvey. Yet he led you here for a reason, I assume. Was machst du hier? What am I doing? I've been here for centuries. Even I can barely remember what I am doing here. Okay. Was ist hier passiert? It was founded in the mid-1800s by Martin Gothenburg. Everything was actually going splendidly. Then, one day, it all changed. Was zum Beispiel? Oh dear, this is an awful story for delicate hearts, yet a story for another day. Dieses Spiel ist so random und weird. Können Sie mir helfen? I believe that is the reason behind your presence here. Wo kommt der eigentlich her? Jo, mach's gut auf deinem E-Scooter. Ciao. Hä? Oh Gott, es wird Zeit. Es wird Zeit für Oktober. When I was your age, we were the households of a huge palace. Dance organizations every night. Drinks, food, poetry. And speaking of which, let me touch your young soul with a poem. Och nö. The thorn or the rose. You come to the nightingale. Okay. I'm burned. Oh, no more. Fire or ash. A sea or desert. If I'm the one who's on fire, you are my reason. Mhm. Did you like it? Mhm. Was zur Hölle? Do you wish to hear another one? Nee. Einer reicht im Moment, danke. Zu wessen Grab gehen wir jetzt eigentlich? Danke, Mann. Wer ist das? Harvey Jackson. This is the place you wish to be. Aber wer ist denn Harvey? What are you going to do now? Mach uff. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss meinen Körper finden. Ach so, ich bin Harvey. You better be hurry. I've heard that someone's body was eaten by rats due to his lack of punctuality. Nice. Na toll. Okay, also machen wir jetzt hier auf die Butze. Und dann lege ich mich da rein. Was ist mit deinem Mund los? I do not want to speak a word about it, though it's not a problem for a ghost. Our kind does not ought to own a mouth to communicate. I shall be able to escort you from now on. Wish you have a good luck. Danke, Mann. Können wir jetzt das Ding hier aufmachen? Hä, wo ist denn jetzt hin? Oder warte mal, hier ist noch was? Get back to your body. Okay, aber ich kann diesen Sarg nicht öffnen. Ich kann hier nichts machen. Hier leuchtet es irgendwie noch blau. Das ist so seltsam, es ist eine Art Gen, aber es fühlt sich an, als würde ich auf dem Eis gleiten und am Seil hängen, als wäre ich schwerelos. Aber was mache ich jetzt? Harvey Jackson. Also. Zurück zum Haus? Oh, das können wir versuchen. Weil dieser Sarg ist halt auch so rot, aber ich kann hier echt nichts drücken oder so. Soll ich mal zurückgehen einfach? Oh, was hier? Mir auch was zu sagen? Nee. Okay, sagen wir auch gar nichts dazu. No Weed Games heute, Chat. Das ist so verrückt. Aber wie geht's denn hier raus? Vor allem die Nebelmaschine ja auch. Oh mein Gott. Wir sollten so eine Kategorie auf YouTube machen, dass wir auch schäbige Spiele spielen.
Ich glaube nicht, dass ich jetzt zurück zum Haus muss. Das ist ja ein übelst weiter Weg, oder? Nicht, dass ich jetzt da hinlatsche und dann komme ich da hin und dann komme ich da nicht weiter. Get back to your body. Nee, doch, ich glaube, wir müssen eventuell doch dahin. Ich kann wirklich nichts machen mit dem Sarg. Ja! Ja, schlechte Spiele auf Steam, die gibt's halt auch. Vielleicht sollten wir daraus auch eine Kategorie machen, einfach. Manchmal sind es halt einfach keine guten Games, ey. Kann aber trotzdem witzig sein. Ah, ist das der Strahl, wo mein Körper liegt? Kann das sein? Diese Nebelmaschine, ey. Komme ich jetzt hier rein, ist die Frage. Ah, ja. Ah, Tür verschlossen. Tür verschlossen. Hm. Und hier geht es nicht weiter. Hä? Ah. Okay, ich muss meinen Körper finden. Wo war das? Aber war das... Ich weiß wirklich nicht mehr, wo das war. War das... Oh, hier ist eine Tür offen und hier geht's jetzt hoch. Ah, hier! Ich habe meinen Körper gefunden. Boom! Ist jetzt mein Chat doch wieder online? Sind wir wieder da? Chat wurde gelöscht. Oh? Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist, Chat. Ich habe mich in eine andere Welt teleportiert. Es war wie ein Traum, es war seltsam. Aber ich habe herausgefunden, wer hier wohnt und wer hier... Okay, sein Name ist Harvey und ich glaube, er gab mir seine Krankheit, als ich in eine andere Dimension überging. Cause I don't feel so good. Okay, vielleicht können wir mehr Informationen über diesen Harvey suchen und ein Heilmittel für meine Krankheit finden. Habe ich eine... Find the document of the ghost. Chat, we back! Yo! Chat is back. Ach, du lügst doch, der aber. Sehr glaubhaft. Wer flüstert denn jetzt hier? Also, ich habe eine Krankheit und es ist ja alles verrückt. Fake Streamer. Buh. Ah! Patientenbericht. Behandlung. Harvey Jackson wurde in einem komfortablen, gut beleuchteten Zimmer in St. Jude's Psychiatric Hospital untergebracht. Medikation, okay, antipsychotische Medikamente zur Behandlung der paranoiden Wahnvorstellungen, zur Verringerung der Angstzustände. Dieses Medikament befindet sich im Zimmer von Dr. Van Helsing. Mein Scheiß, okay. So, dann gehen wir mal zum Dr. Van Helsing, oder was? Wo war denn der? Der hatte doch hier hinten irgendwo. Find cure to your disease in the Dr. Frederick. Achso, also nicht hier. Wir müssen zu Dr. Frederick. Lustig, wenn man die Schatten von denen sieht, die Tische schieben, muss ich schon mehr Mühe geben, wenn du uns täuschen willst. Ja, ja, okay, okay, okay. Ich gebe alles jetzt. Wir suchen jetzt Dr. Frederik. Tür zum Beispiel. Oh, meine Fresse. Wie laut. Okay, es ist halt super laut, ne? Okay, also hier ist auch zu. Perfekt. Dr. Frederike. Ist halt hier nicht. Boah. Infinity Impuls. Knallt hier schon wieder Kohle rein. Wow. Ja, also Dr. Van Helsing. Wir müssen irgendwo anders hin, auf jeden Fall. Was ist das hier? Irgendwann flüstert hier auch ganz gruselig. Ich glaube, wir müssen mal die Treppe runter. Vielleicht müssen wir mal hier lang und vielleicht geht es auch hier hoch oder so. Hä, aber wo dann? Wo ist denn der Typ?
Irgendjemand flüstert hier übelst eklig. Es gibt hier nur Dr. Van Helsing. Find a cure to your disease in the Dr. Fredericks Spectre Room. Hier unten vielleicht? Vielleicht ist es jetzt doch die Etage hier. Dr. Frederik? Oh, hier steht irgendwas dran. Ach, von hier sind wir reingekommen. Okay, super. Hier vielleicht? Nee, Tür verschlossen. Okay, super. Dr. Frederik Spectre. Aha. Hier. Ach du Scheiße. Ich zieh mir das jetzt rein hier. Einfach rein damit. Jojo. Einfach reingehauen, den Scheiß. Find more information about Harvey in the basement. Alles klar. What the hell? Was ist jetzt? Ein Jumpscare? Hä, das war doch aber kein Basement, oder? Collect all letters. Och nee, bitte nicht. Das ganze Haus ist ablatschen, um hier irgendwelche Letter zu finden. Gott, Kantine. Vielleicht ist ja was in der Kantine. Hallöle! Ist aber auch eine lieblose Kantine hier, du. Mandy Zip. I Zip. Hier ist gar nichts. Stream is a masterpiece. Ja, ich weiß ja nicht. Ey, 1000 Viewer, stimmt. Wow! Das ist verrückt. Gibt's hier irgendwie noch einen Briefumschlag? Boah. 1000 Streamers, 1000 Views ist krass. Oh mein Gott, soll ich vielleicht... Chat wurde gelöscht! Och nee, jetzt kommt wieder ein Jumpscare. Oder ich sterbe jetzt halt wieder und bin wieder woanders. Ah, jetzt! Ha, da kam was! Ghost Rider ist da! Ghost Rider, was geht? Was geht, was geht, was geht? Okay, das nervt mich jetzt ein bisschen, dass ich hier Briefumschläge suchen muss. Oh, bei mir auch nicht viel Ghost Rider! Boah, wir haben schon echt viel Geld heute eingenommen, du. In the basement. Also ich muss in den basement. Es ist wahrscheinlich doch unten. Okay, wir müssen wieder runter. Sorry. Also... War ist das hier der basement? Ja, oder? Es müssen ja hier irgendwo die ganzen Umschläge rumliegen. Hoffe ich. War doch so dunkel, ne? Wow! Okay, ey, wir haben eine Donation reinbekommen. Geil, dankeschön auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Oh, ich heule. Die können ja auch so Memes und so reinschicken, das ist cool. Wenn man neu in den Stream kommen, könnte das schon alles ziemlich echt wirken. Können wir hier rein? Hä, aber wo sollen hier noch Informationen sein? Ich check's nicht. Wo liegt denn hier noch was? Hier ist doch gar nichts. Ach, hier hinten vielleicht. Ist das hier vorhin aufgegangen? Ist das neu? Nee, ich bin auf ihn gekommen. Ach, das hier ist aber neu. Nee, doch nicht die Küche. Och, ich weiß doch auch nicht, du. Ich weiß es doch auch nicht, wo hier die Infos sein sollen. In the basement. Ich bin doch aber im Basement.
Ich check das nicht. Ey, aber solange ich hier nichts finde und der Stream läuft, kriege ich halt auch Donus in-game. Ist doch stark. Guck mal, wir haben schon fast 500 Tacken eingenommen mit diesem Müllstream hier. Wahnsinn. Aber ich habe jetzt trotzdem noch keine Infos. Aber hier ist halt so Licht an. Hat's was hiermit zu tun? Oh mein Gott, wirklich? Sieht aus wie ein Kombinationspuzzle. Jede horizontale Linie hat eine richtige Schublade. Okay. Wow. Ach so. W und... Och du Kacke, was ist denn das jetzt? W und S zum Ändern von Buchstaben. Verwenden Sie A und D, um zwischen den Spalten zu wechseln. Versuchen Sie den Namen des Patienten. Harvey. 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 Hey. Ihr wisst, Harvey, suche ich nicht nach mir? Ja, doch, ich suche doch nach Infos zu mir, oder? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich fühle mich schon besser. Ich habe erfahren, dass die Post früher im Erdgeschoss gelagert wurde. Vielleicht finde ich dort einen Brief von Harvey. Ja, ich habe von irgendeinem Typ eine Krankheit bekommen. Irgendwie so. So, warte mal, wofür war es der Schlüssel? Für ein Basement Stair Key. Für hier hinten? Okay. Ach, Chat wurde gelöscht. Jetzt kommt wieder ein Jumpscare. Yo, 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 Chat. Yo, 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 yo. Bitte kommt wieder. Bitte kommt wieder zu mir. Because I need you. Du, 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 du. And I miss you. Du, 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 du. War hier unten noch was? Yo, yo, yo. Boah, Chat ist wieder da. Sehr gut. And now I wonder. Na, 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 na. Wir frechen uns einfach ständig zu löschen. Oder? Blöden Geister. Ah, wir gehen noch tiefer hier rein, das Ganze. Super, 3, 2, 1, Jumpscare. Es wird sehr laut jetzt gleich. Okay, doch nicht. So, hier. Ab zur Post. Liebe Familie Jackson, ich hoffe, dass es Ihnen mit diesem Brief gut geht. Ich danke Ihnen für Ihre Freundlichkeit und Unterstützung. Lalalala. Meine psychischen Probleme waren für uns alle hart. Die Ärzte hier verstehen mich nicht und haben meine Mutter Monika mitgenommen, okay? Und sie auf den Dachboden eingeschlossen. Ich habe versucht, sie zurückzuholen, aber ich wurde von den Stimmen, die ich höre, aufgehalten. Morgen werde ich es wieder versuchen. Also Dachboden jetzt. Es wird ein Gegenstand erwähnt. Och Mann, das Spiel ist schon ein bisschen nervig, oder? Go to the attic. Den Aufzug anrufen. Hallo, Aufzug. Sie können den Aufzug Ihrer aktuellen Etage rufen. Sie können die obere Etage gelangen, indem Sie den Hebel... Ah, okay. Was sind das für Geräusche? Hallo? Yo, als ob der funktioniert. Das ist aber ein grusiger Aufzug, oder? Ist das der Behindertenaufzug? Ja, ich glaube. Also, wir wollen... Ich kann ja mal aufhören, so große Geräusche zu machen. Wir wollen nach... Ab. Ich will ab. Nach. Das geht nicht. Ich kann es nicht auswählen. Muss ich erstmal zumachen. Ah, hier. Aber ich kann nur... Ach so. Ich muss es pro Etage abmachen. Ja, oder? Ich will weiter hoch. Erster Stock.
weird. Wir müssen zum Dachboden. Bim! Okay, Dachboden, bin da. Vor allem, warte mal, Dachboden und dann Obergeschoss? Oh, jetzt kommt ja bestimmt ein Riesentarantula, oder? Ich hoffe nicht. Tarantula? Boah, wieder kein Signal. Je nach Geschwindigkeit ihres Internets kann es vorkommen, dass das Signal in bestimmten Abständen ausfällt. Sie können die Ausfallzeit des Signals verlängern, indem sie Internet im Bereich Shop des Computers verstärken. Your signal is lost. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder auf meinem Laptop zurückgreifen muss, wenn ich diese Signalprobleme habe. Oh shit, Stream unterbrochen. Oh nein. Jetzt muss ich mir auch noch Internet kaufen von meinen Twitch-Donos. Fuck. Und dann muss ich wieder den ganzen Weg hochlatschen. Ja, wieso nehmen wir den Laptop nicht mit, oder? Einfach in den Rucksack oder so. No signal. Your signal is lost. Ja, ich hab's verstanden. Aber danke. No signal. Gut, ich gehe mir jetzt Internet kaufen. Meine neue Flatrate. Wo ist denn eigentlich mein Laptop? No signal. Alarm. Aber wo ist mein Laptop? Wo steht er denn? Wo ist mein Laptop? Ah! Yo! Na geil! Wie können Sie das Signal reparieren? Your signal is lost. Die Seite sieht aber auch nicht sehr family-friendly aus, oder? Fix up. Oh, jetzt habe ich ein Virus. Oh Gott, was ist das? Verbleibende Anschläge? Was ist das hier? Was ist das für eine Website? Wie verbleibende Anschläge? Was soll ich machen? Hä? Warte mal kurz. Ihr Internet sieht gut aus. Sie brauchen es nicht zu reparieren. Hä? Ich habe jetzt hier gar nichts gecheckt. Also. Ich kann aber auch nicht den PC verlassen hier gerade. Auf jeden Fall ist mein Livestream wieder da. Ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehangen irgendwie. Ich kann nichts machen. Ich kann weder fix abklicken, noch kann ich das hier beenden, noch kann ich E oder Escape drücken. Ich glaube, das ist verloren. Ah, aber die Donos kommen noch rein. Na, immerhin das. Nein, das Spiel ist kaputt. Ja, du, Chat, ich glaube, wir müssen es abbrechen, tatsächlich. Scheiße. Ey, ich glaube, wir hätten es sowieso nicht durchgezogen, sind wir mal ehrlich. Das Spiel war von, also das war am Anfang ganz witzig und ich dachte mir schon, boah, geil, das wird jetzt bestimmt cool. Aber dann, ey, es hat schnell einen Abflug gemacht.